Warum hast du nicht angerufen? Es ging nicht. Aber du hast versprochen, du sagst es Kitte. Ja, ja, ich tue es schon noch. Wann? Ich werde es Kitte schon noch sagen, aber bis dahin müssen wir vorsichtig sein, klar? Störe ich? Aber überhaupt nicht. Komm ruhig näher. Hoffentlich hat er nichts gemacht. Das ist mir doch egal. In letzter Zeit ist er sowieso ein bisschen komisch. Das Was macht man jetzt? Ja, also ich muss in die Bücherei. Ja, ich auch. Und dann? Wenn wir zusammen essen? Gern, aber bitte nicht in der Mensa. Den Fraß habe ich dick. Wie wär's mit der Hafenklause? Gitte wartet auf mich im Café. Ich sag's ihr schon. Keine Angst, sie wird da sein. Ja, und ich? Darf ich auch mitkommen? Mein Gott, bist du leicht eingeschnappt. Ich komm gleich nach. Ja, bis später. Sag mal, was ist denn eigentlich los? Das geht jetzt schon den ganzen Monat so. Jeden Abend hast du was anderes vor. Da kann ich was dafür, dass meine Mutter krank ist. Jemand muss doch bei ihr sein, oder? Naja, und heute Abend? Sind wir da wenigstens allein? Heute Abend ziehe ich um. Meiner Mutter geht's wieder besser. Gut, dabei kann ich dir wenigstens helfen. Nee, lass mal. Sowas mache ich lieber allein. Du stehst mir nur im Weg rum. Mein Gott, wenn ich dir nicht helfen soll, gut. Sei doch nicht kindisch. Ist doch wahr. Nächste Woche habe ich mehr Zeit, hm? Tja, ich muss jetzt zu Gitte. Wir treffen uns dann in der Hafenklause. Ciao.